Hallo und herzlich willkommen zurück zum 60-Sekunden-Preview. Nachdem Kevin Gallas in Gefräß mit seinem dritten Saisonsieg Halbzeitmeister wurde, will Leon Henschel in Reisersberg endlich den ersten Saisonsieg. In der Tabelle führt Gallas nur mit 2 Punkten Vorsprung, es ist somit weiterhin spannend. Mit Robert Schaul kommt in Reisersberg der Vizemeister aus der Saison 2019 zurück. Er wird versuchen, aus Podest zu formen und den anderen Konkurrenz zu zeigen. Nach dem etwas anderen Ablauf in Gefräß kommt in Reisersberg der normale Modus mit Prolog, Gruppenrennen und Finale zurück. Dabei hat der MCC Reisersberg die Strecke zum letzten Jahr etwas verändert. Der Renntag am Samstag beginnt diesmal bereits um 8.30 Uhr mit dem Gipsenkreis Prolog Award. Nach dem ersten Gruppenrennen folgt dann direkt die Mittagspause und das zweite Gruppenrennen beginnt erst ab 13.30 Uhr. Das Finale über 60 Minuten beginnt um 16 Uhr. Aktuelle Infos findet ihr auf unseren Social Media Kanälen.